So, erstmal hallo und ich bin good in back old Germany. Ich bin da wirklich froh drüber, die letzten Wochen waren anstrengend. Aber nichtsdestotrotz, die Bloggerei geht weiter. Heute wieder die Beantwortung einiger Zuschauerfragen. Wir fangen an mit einer Frage von Tina. Tina möchte wissen, hallo Herr Kammerer, erst einmal ein großes Lob für die vielen tollen Blogs. Mittlerweile machen wir immer einen Blogabend weiter so. Vielen Dank. Uns ist aufgefallen, dass unsere Koi seit circa 2 Wochen das Futter komplett ignorieren und lieber vom Teichrand den Belag abknabbern. Wir füttern Condition Number One. Und bisher ist es so, dass die Koi, sobald sich jemand dem Teich näherte, an die Oberfläche kamen und sofort drauf losstürzen. Vielleicht gibt es ja eine einfache Erklärung dafür. Wir freuen uns sehr über den Teichberatungstag im Januar und auf die Beantwortung der Frage. Liebe Grüße, Tina. Ja, Tina, ich schaue an, die Frage ist ganz aktuell vom 21. November. Und ich gehe mal davon aus, wenn du schreibst, die Koi sind sofort an den Teichrand gekommen, dass dann dein Teich oder euer Teich nicht abgedeckt ist. Und wenn ihr abgedeckt habt, werdet ihr auch die Temperatur schon entsprechend niedrig haben. Und der häufigste Grund dafür, dass Koi das Futter ignorieren, ist eigentlich, dass sie irgendwann mal zu viel davon bekommen haben. Auch das ist bei uns hier in der Anlage, selbst bei hohen Temperaturen, ein Problem, beziehungsweise kein Problem, sondern täglicher Bestandteil des Managements, dass wir immer schauen müssen, wie ist der Sättigungsgrad der Koi. Auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass sie satt sind. Satt heißt, dass wir einiges an Futter reinbekommen haben, aber dass es auch nicht zu viel ist, dass wir nicht in den Zustand der Überfütterung kommen, weil eine der ersten Reaktionen auf Überfütterung ist, dass sie irgendwann mal das Futter verweigern. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, ist ja bei uns Menschen genauso. Und jetzt muss man einfach schauen, klar, ihr füttert entsprechend weniger, aber entsprechend niedriger sind auch die Temperaturen bei euch. Und die niedrige Temperatur sorgt natürlich dafür, dass die Koi dann irgendwann mal das Futter auch ablehnen. Und da sollten alle, die im Winter füttern, ich denke, es füttern alle im Winter, tunlichst darauf achten, wenn die Fische nicht fressen wollen, sie auch nicht zwingen. Man hat auch im Winter wie im Sommer diese Phasen, diese Tage, wo die Koi einfach lieber fressen. Es gibt die Tage, wo sie das Futter eher nicht so annehmen. Es kann auch mal ein paar Tage geben, wo sie es nicht annehmen. Worin das immer begründet ist, weiß man nicht. Aber einfach darauf achten und wenn die Koi das nicht fressen wollen, dann einfach wieder raus und das knabbern am Teichrand. Ich gehe mal davon aus, das hat auch bei Koi nicht immer unbedingt was mit Hunger zu tun, sondern das hat mitunter auch so einen Beschäftigungscharakter, wenn denen langweilig ist, die haben sich das angewöhnt und dann machen die das den ganzen Tag. Eigentlich so ziemlich alle Koi, die ich kenne, wenn die unbeobachtet sind, dann machen die sich am Teichrand zu schaffen. Also das hat nichts mit dem Futter zu tun, eher mit der Futtermenge oder mit der Temperatur oder dass einfach mal ein paar Tage war, wo sie nicht so gerne gefressen haben. Aber im Winter ist die Fütterung wichtig, aber auch die möglichen Fehlerquellen fast höher als im Sommer. Im Sommer, wenn die Temperaturen hoch sind, wenn der Stoffwechsel der Koi hoch ist, wenn er am Rasen ist, dann ist das ganze Thema verzeihender als im Winter, vor allem dann, wenn das Futter mal länger auf dem Teich, auf der Teichoberfläche schwimmt, vom Skimmer dann eingezogen wird oder wer Sinkfutter füttert, dass dann das Futter über die Bodenabläufe eingesogen wird und dann im Filter irgendwann vor sich hingammelt. Das sollte auf gar keinen Fall so sein. Also, meine Empfehlung, füttert einfach mal ein paar Tage, vielleicht auch mal eine ganze Woche überhaupt kein Pelletfutter und danach fängt er langsam wieder an und ich denke, dann wird sich das Problem relativ zügig in Wohlgefallen aufgelöst haben. In diesem Sinne, vielen Dank, Tina, und dann bis Januar. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss.